Jetzt bauen wir erstmal ein Toilettchen. Wir machen natürlich hier auch weiterhin Praxen hin, ne? Wir lassen uns aber erstmal Zeit damit. Pauseraum haben wir, zwar sehr überfüllt, aber was können wir als nächstes brauchen? Eine Apotheke brauchen wir auf jeden Fall. Aber wohin mit der Gurke? Das ist gar nicht so einfach, ne? Also hier haben wir ein bisschen wenig Platz. Ja, wir lassen erstmal die Patienten hier. Unseren ersten Patienten, wer ist denn das? Der Lulu Holunder. Schöner Name. Erstmal kommen. Der hat Kürbis auf dem Tisch sitzen. Der hätte ja gar keinen Bock reinzugehen. Wird schnell wieder abhauen. So, 100% Diagnose. Frakturstation benötigt. Jaha, jippie. Ah, na, Halleluja, ne? Frakturstation. Ich habe keine Ahnung. Das funktioniert. So vielleicht? Ich habe keinen Plan, was ich hier gerade mache. Ist das das Röntgengerät? Kann das sein? Auf jeden Fall sieht es sehr, sehr putzig aus. Sieht aus wie eine Schreckbank, aber nicht wie eine Fraktion. Alter Schwede! Was ist denn das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Wie rum muss denn das Ding stehen? Also das ist das Bedienfeld und hier vorne müssen sie wahrscheinlich rein, oder? Wenn wir es so rumstellen... Ah ja, okay, da sind meine Füße. Gut. Da machen wir es so rein. So, ein bisschen mittig. Brauchen die eine Umkleidekabine oder sowas? Nö. Also, okay, na gut. Dann machen wir... gehen hier Spinnen in die Ecke? Jawohl, Spinnchen. Leider benutzen leider die Spinnen nur die Krankenpfleger. Die Patienten benutzen die gar nicht, ne? Schon bin ich putzig. So. Da können wir hier noch einer zwischendrin. Obwohl, da können wir den Papierkopf machen. Komm mal hier. Papierkörbchen. Desinfektionsspender ist uns wichtig und ein Feuerlöscher, falls was anfängt zu brennen. Ja, ist eine. Auf jeden Fall. Ah ja, Heizung. Heizung ist wichtig. Heizung ist wichtig. Aber. Viel Platz für eine Heizung haben wir hier wieder. Haha. Ich hoffe, die frieren dann hier drinnen, ey. Hier können wir keine hinstellen. Wie sieht's denn aus mit der Wärme? Sieht man gerade nicht. Eine tolle Wurst. Die Rückgaben haben wir. Also, es fehlen bloß noch ein paar Pflänzle. Boah, Pflänzle? Haben wir denn hier? Direkt davor ist so scheiße. Aber hier so. Hey, die passen genau dazwischen. Ja, gut, was heißt fast genau dazwischen? Das ist doch mal was Neues. Ha. Also, das sieht doch gar nicht mal so dumm aus. Wir sollen es wieder nicht übertreiben, ne? Ja, wir lassen so die Reichen zu. So, was haben wir denn? Prestigestufe 3. Ha! Doppelzertifikat links und rechts, das gehört sich so in jedem Krankenhaus, ganz wichtig, besonders da, wo die Brüche geheilt werden müssen. Da brauchen wir natürlich noch einen Arzt, der die Brüche macht, oder brauchen wir hier Krankenpfleger, ich bin mir da unsicher. Stufe 4, ich hätte gern schon Stufe 5, also da muss ich immer so auch rein. Stufe 5 ist hier unbedingt nötig. Ohne Notwendigkeit ist natürlich scheiße. Ja, so ein bisschen verstecken, dass es nicht ganz übertrieben aussieht. Haben wir hier Teppiche? Können wir hier Teppiche reinkleben? Ich glaube nicht, das wäre zu... Too much! Hier können wir noch einen machen. Na, Schuhe 5, sehr gut. Was brauchen das? Braucht das Ding... Krankenpfleger, ich hab's gerade. So. Natürlich haben wir hier nichts ausgebildet. Emotional. Wen haben wir denn da? Kendall McCartney. Komplett austauschbar. Ja, das glaube ich bei dem Namen. So. Aber den nehmen wir trotzdem. Wir haben jetzt mal keinen besseren. Und wen haben wir denn als Namen da? Leon Zinnex wäre der nächste. Leon
Leon Zinex. Also ich nehme natürlich immer den Namen, den ihr mir reingeschrieben habt und natürlich euren Username dazu. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Wenn das nicht so sein soll, dann müsst ihr mir das natürlich schreiben. Aber ich finde das ganz witzig. So. Desinfektionsspender hat man drin, ja. Feuerlöscher hat man auch drin, genau. Da haben wir unseren ersten Knochenbruch, den wir behandeln müssen. Man muss erst rausrennen und wieder raus. Also wir haben nur noch 85.000. Oh je. Das wird wieder eine Prollewurst hier. Natürlich, Waterbereich haben wir hier auch noch. Okay. Wo ist passiert? Ist er den Unfall gehabt? Und da kommt schon der nächste Hubschrauber. Sehr gut. Was haben wir bei dem? Aha, Brüche. Sehr gut. Oh, ist gut, dass wir so eine große Krankenstation haben. Also, was wir auf jeden Fall demnächst sofort brauchen, ist ein Weiterbildungsraum. Darauf könnte schon. Kommt die hier? Ich hoffe, es ist warm genug hier drin. Wir gucken mal auf die Heizung. Ja, 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 die brennen ja fast schon. Ah. Hier, Leon, kommst du mal aus dem Pushen hier? Da wartet ein Patient. So, jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Eins, zwei. Wird er gestreckt bangt oder was? Fliegen irgendwelche Fledermäuse rum? Ich tue nur, der hat dasselbe, oder? Zu kalt. Ja, ich kann hier draußen nicht heizen. Es tut mir leid. Was hat denn der? Ach, Brüche. Also, es ist mehr auf Brüche ausgelegt, dieses Krankenhaus. Krankenhaus, sorry. I overheard two adolescents mocking a poster advertising this very radio station. Also, wir brauchen eine Diagnose zum. Nein! Wir brauchen eine Diagnose zum. It is a delivery system for class and integrity. Obwohl, da brauchen wir eigentlich nicht so großes. It is the home of the world's noblest profession. Halt die Backen, oder wie der ist. Fastest growing medium among people with three IQs. Ja. Next up. Some god-awful genius. Aber brauchen wir ja auch wieder einen Krankenpfleger. Ah, hippie. So. Müllhammer kommt in die Ecke, genau. Und da kommen wir. Nee, Quatsch. Feuerlöscher. Ah, nee, da passt das wieder nicht. Wo tut man den Müllhammer hin? In die Ecke. So, dann Desinfektionsspender. Heizung natürlich. Oh Gott. So, ach, die Heizung. Das ist natürlich jetzt so eine Sache, ne? Also, die könnte mich dann echt ein bisschen nerven. Darfst du so nicht vergessen, sonst hast du plötzlich Eisklötzer irgendwo rumstehen. Das wäre natürlich scheiße. Was braucht man noch? Eine Balme vielleicht? Aber wohin? Wohin das Ding? Oder wohin mit dem? Ey, sensationell. So, Diagnosezimmer. Wir haben jetzt so eine kleine Kuhle hier drin, aber da mal Scheiß drauf. So, Objekte, wir brauchen natürlich wieder. Bänkchen. Vorher nehmen wir aber die Heizung. Das ist jetzt natürlich so eine tricky Sache, ne? Ich will nicht wissen, was die Wartung dieser blöden Heizung kostet. So. So. Irgendwie haut das nicht hin, oder? Nee, ist egal. Wir kriegen das schon irgendwie hin hier. So, Papierkörbchen hier. Machen wir auch wieder einen hin. So, da haben wir dann an die Ecke noch eine Yucca-Palme reinklatschen. Wo ist sie denn? Yuki! Da bist du. Da kommt auch einer Rand, genau zum Gießen. Oh, hier könnte man eigentlich auch noch einen hinmachen. Ja, sieht das schön aus. Da schlägt ihn ja fast die Flora, wenn man hier drin ist. Ja, sieht doch gut aus. Mir gefällt es mir nicht ganz so, aber gut, das ist halt so. Ne?
Warte mal, bearbeiten. Das haut noch nicht so hin, wie ich mir das vorstelle. Also wir machen trotzdem hier. Naja, jetzt scheiß drauf. Aber was tun mit deiner Ecke? Warte mal, wir nehmen mal eben den Schrank, nehmen wir mal raus hier. Das geht ja gar nicht, du. So. Ah, schon ist mit grüner. Genau, so muss es sein. Jetzt kommen wir zu den Zertifikaten. Wir haben ja Gold. Haben wir die schon gekauft? Ey, die haben wir sogar schon gekauft. Geil. Dann machen wir da immer Bronze. Immer Silber. Und immer Gold. So. Welche Zimmer hat jetzt die Stufe? Scheiße. Welche Stufe haben wir denn? Stufe 3. Nein. Da, schön. Klasse. Einwandfrei. Stufe 4. Das gefällt mir noch nicht so sehr. Nee, aber so nie. Also nie anfangen zu bescheißen hier. Die einfach vorzumogeln hinterm Schrank. Das kann ja wohl die Warsteiner. Ach komm, machen wir Süßigkeiten stecken hier auch rein, ne? Dass der was zum Hampfen hat. Ach, das ist halt Stufe 4. So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Krankenpfleger. Der wäre optimal für Apotheke. Ha! Oh, einen Hausmeister brauchen wir ja auch. Den müssen wir. Das ist wieder eine Frau, ne? Ja, dann haben wir ja das nächste auf der Sisse. Kiwan Kivo. Ich glaube, der will lieber eher ein Krankenpfleger sein als ein Hausmeister. ich weiß, wie man ihn nennt. Und zwar ist das der Nico Plexkill. Der skillt die ganzen Automaten. Das ist richtig so. Nico Plexkill. Seid mir nicht böse, falls ihr nicht die Rolle bekommt, die ihr gerne hättet. Ich sagte Nico, nicht Neo. Nico ist der gute Herr. Nico und Plexkill. Muss nur genau gucken, ob ich so richtig schreibe, wenn dieses wieder heißt. Nein, du bist scheiße. Ja, ich weiß. Und der ist übrigens... das ist ein Kanalmitglied. Hallo, Plexkill. Hallo. So, Nico Plexkill, bitteschön. Du bist ab sofort Hausmeister. Viel Spaß bei deiner Arbeit. So, Krankenpfleger. Also, den einzigen, den wir jetzt im Moment haben, ist der hier. Zumindest gut. Kilian, eigentlich wäre das ein Apotheker. Gut, okay. Wen haben wir denn als nächstes? Da tun wir doch den Kivo G. Kivian? Ne, Kivian Kivo G, genau. Das ist so ein schöner Name. Kivian? Kivian? Kivo? Und G. Ja. Okay, Kivian Kivo G ist ab sofort Diagnosespezialist. Oder dann in dem Fall dann später Apotheker. So. So. Ich glaube, hier brauchen wir sogar mehr, oder? Wie sind die Heilungsrate? Ich habe keine Ahnung. Objekte. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Juckerballen. Juckerballen! So. Was hat der? Keine Ahnung. Der hat definitiv einen Bruch. Wir brauchen so schnell wie möglich einen Schulungsraum. Definitiv. Wir haben nur noch 63.000. Oh, was macht der denn? Ach, der muss jetzt in den Automaten rein, oder was? Aha. Das sieht ja gefährlich aus mit den ganzen... Ist das eine Säge? Ist das ein Ernst? Oh, oh. Oh, Scheiße! Haben wir den jetzt geheilt? Ja, bei den Sägen war mir das so klar, dass er da stirbt. Ja, na toll. Leon, hast's versaut. Hast den ersten umgebracht. Leo, was machst du mit mir? Oh, Scheiße. Ah, klasse. Bitte kein Geist, bitte kein Geist. Tschüssi, Leon, mach's gut. Nee, es war ja gar nicht Leon. Leon ist ja der hier. Mal sehen, wie viel Leon umbringt. Oh, war ja. Ach, jetzt brauchen wir unsere Station. Ach, das wird doch immer besser. Wir haben null gute ausgebildete Krankenpfleger. Wir brauchen den Mix sofort einen Schulungsraum. So. Scheiße. So. Das da? Ach je, hi. Ach, hi.
So. Dann machen wir doch erstmal hier Umziehmöglichkeiten für unsere neuen für die neuesten Patienten. Zwei reichen Glück, oder? Jo, zwei reichen. So, dann kommen wir zu den Krankenbettchen. Zack. Zack. Optimupti. Ja, das sind genug Betten. Das reicht. Ohne Probleme. So. Ein Probierkorb. Wenn sie reinkommen, das erstmal. Nee, es passt nicht rein. Es fängt schon wieder gut an. Machen wir hier hin. Feuerlöscher brauchen wir ja auch eigentlich. Desinfektionsschmelzen machen wir leider nicht. Genau. Machen wir den Feuerlöscher hier hin. Ach, Heizung brauchen wir ja. Oh, da war ja was. So, hier hin. Und genau unter da. Jo. So ist optimal. Dann machen wir hier einen Desinfektionsspender. Nicht hin. Passt nicht. Sehr gut. Wie sieht's hier aus? Null Platz für die Scheiße. Ich weiß nicht, ob das zwei Heizungen genug sind. Ich habe keine Ahnung. Wir machen noch eine hier hin und noch eine hier hin. Dann gibt's halt ein bisschen Frühwürfel im Zimmer. So, Balmchen, Bäumlis. Ach Gott. Machen wir die wieder so mittig, so wie letztes Mal? Ja, so definitiv. So, genau mittig zwischen den zwei Betten. Das sind die falschen. Da können wir normale Pflanzen haben. Scheiße aus. So. Irgendwie komisch als Schwissi. Ich hab das. Naja. Gut. Zertifikate an die Wand. Obwohl, da können wir ja eigentlich. Also, das ist die Goldabteilung hier, ne? Die Goldenzimmerabteilung. Das wieder her. So, und hier drüben machen wir die Silberabteilung. So ein Blödsinn. Wie komme ich auf so eine Scheiße? So, Teppich können wir hier keine reinlegen, ne? Wir hätten aber. So, freigeschaltet. Machen wir den hier hin. Hier geht nicht. Ja, es ist jetzt ja nicht so die pralle Wurst. Das muss ich schon dazu sagen. Schon durch die Heizung allein ist das ein bisschen doof. So. Was denn jetzt? Warum passt denn das nicht? Ach, das passt dann komischerweise wieder. Ich bin schwer begeistert. Was? Was haben wir noch zum Angebot? Ja, dann machen wir hier die Zertifikate dran, links und rechts neben das Fenster. Naja, ich weiß ja nicht. Okay. Langsam mache ich mir Gedanken. So, Stufe 5. Jetzt brauchen wir dafür auch noch einen Krankenpfleger. Hat Potenzial, Schmutzfink. Fällt aus. Hat Potenzial, ausreichend geschickt. So, wer ist der Nächste? Das ist Jason Baller. Ha, und dann Jason. Bearbeiten. Ich weiß nicht, ob der das überhaupt machen kann. Das ist eine andere Frage. Jason, kannst du das? Erklär mal. Du musst mir jetzt mal vollkommen in den Kommentaren schreiben, ob du das hinbekommst. Jason Baller. Baller, Baller. So, Jason Baller, Baller. Klack. Ich habe im Moment keine richtigen Möglichkeiten, hier richtig durchzusetzen. Ich habe keine Ahnung. Wir bräuchten eigentlich einen Weiterbildungsraum. So schnell wie möglich. Und wir haben nicht mehr allzu viel Geld. Das ist die nächste Zimmerobjekte. Und die Behandlung dauert ziemlich lange und das Geld. Naja, gut. Schulungsraum. Wo ist denn hier unser Schulungsraum? Schulungsraum! Machen wir den erstmal hier dazwischen, was soll's? Könnten rein